Also. Habe ich noch kleine Medipacks? Wenn ja, dann sortiere ich das mal gegen ein großes aus. Oh, ich brauche schon wieder dringend eine Bank. Ach da. So. Die gute Nachricht, ich habe die Schlüsselkarte zu einem Waffenlager. Super, lassen Sie sich nicht umbringen, bevor Sie sie nutzen können. Danke, Carver. Wie gemein seid ihr denn, bitte? Schleicht euch einfach von hinten an mich ran. Was erlebt noch? So, okay, damit haben wir die Schlüsselkarte. Aber ich weiß gar nicht für welches Waffenlager. Ich hoffe, das ist das, was jetzt näher dran ist. Nicht, dass da ganz hinten, wo ich zuerst versucht hatte, wieder hinzugehen. Aber vielleicht treffen wir unterwegs wenigstens noch auf eine Bank. Wo wir dann einmal unser Inventar quasi einmal leeren können. Ich glaube, dann werde ich auch ein paar Stasi-Packs wieder wegschmeißen. Ja, es ist das da. Oh, Mann! Au! Mensch, sag mal! Da haben wir ihn. Und Nummer 3. Ach, hier... Ah, das ist eine Abkürzung, oder? Hier war ich doch schon mal, oder nicht? Jedenfalls glaube ich, dass ich die beiden Spinne da... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Waffe.
Und zwar sehr. Naja, gut. So, dann einmal hier durch. Ah ja, das heißt dann wohl, dass die Schlüsselkarte, ups, für beide gilt, oder? Ah, hier war es lang, genau. Was? Da ist auch nichts. So, wollen wir mal schauen. Es geht nach oben. Was uns da oben dann erwartet? Seid still. Ich bin ganz ruhig. Niemand kommt gegen Karate Isaac an! Oh Mann, wie viele kommen denn da noch? Danke. Geil. Nein. Ist hier eine Bank? Ist hier irgendwo eine Bank? Lass hier eine Bank sein. Bitte, 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 bitte. Scheiße. Sich jetzt tatsächlich wieder aussortieren. Noch was für die Bank. Moment. Wieder was wegschmeißen. Ja, komm. Oder nein. Doch, die Munition, die brauche ich nicht. Die paar Clips, das ist nicht so wild. So. Hier war ich hier nicht schon mal? Na egal. Ja, egal. Nein, ich gehe jetzt den Weg, den mir das Ding geschrieben hat. Oh, und fahre hier mal wieder ganz gechillt nach unten. Oh, ui, oh, ich bin echt schon lange am Aufnehmen. Schon fast 2 Stunden. Für meine Verhältnisse für ein Dead Space-Spiel ist das echt lange, Leute. Naja. So. Dann machen wir das einmal klar hier. Hä? Jetzt soll ich wieder hier... Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich fahre jetzt mit dieser komischen Bahn da irgendwo hin. Das ist mir jetzt scheißegal. Hoffentlich, also wenn die hoffentlich irgendwo hinführt. So.
Au, ich hätte da durchgesollt. Na gut. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht komme ich ja so schneller hier raus, das wäre es ja. Ah, sehr schön, mein Inventar wird gespeichert. Lass mich hier raus. Ah, sehr schön, das sieht nach Ausgang von draußen aus. Und es ist ein Ausgang nach draußen. Sehr schön, hier bin ich wieder. Alles klar. So, dann begeben wir uns jetzt mal wieder zu Ellie und zu dem Vieh, dem wir den Bauch krabbeln sollen. Ja, alles klar. Ach, hier, ja, stimmt, hier war der Bohrer, genau. Das heißt, hier ist, ja, da ist eine Bank. Sehr schön. Das heißt, ich werde jetzt einmal natürlich mein ganzes Scheiß-Inventar hier drin lagern. So, Waffen-Upgrades. Gib mir mal das Ding hier. Wie, die kann... Wieso kann die nicht modifiziert werden? Mist! Mist, Mist, Mist. Ah, ich kann mir Mjölnir bauen. Geil. Geil, geil, geil. Was haben wir denn hier noch? Der Kontaktstrahl. So, Moment, das war die einfache. Ich will mir eine Waffe. Ich will mir mal einmal jetzt eine neue Waffe bauen. Und ich glaube, ich baue mir Mjölnir allein wegen dem Namen. Ja, komm. Was soll der Geiz? Im Safe. Erstmal lagern wir das Ding im Safe. Sehr schön. Gib mir jetzt mal den Safe und da haben wir Mjölnir. Den werde ich mal, ja, den hole ich jetzt einfach mal dahin. So. Dann werden wir mal ein bisschen gucken. Ist das Mjölnir? Das ist Mjölnir. Noch werde ich ihn nicht ausprobieren, aber ich werde ihn, glaube ich, mal ein bisschen modifizieren. Scheint nämlich so eine Art Shotgun zu sein. So, Nachladen, Feuerrate, Schaden wollen wir mal machen. Plus 2 Schaden. Einfach nur plus 2 Schaden. Ja, machen wir mal so. Zack. Konzentrieren wir uns jetzt mal mit dem oberen Waffenslot. Auf den Schaden. Und im unteren. Der hat nichts zum Nachladen. Das heißt, wir werden da mal auf jeden Fall... Plus 2 und plus 1 Nachladen hinzufügen. Und Clip. Ich glaube Clip. Können wir eine Clip-Platine herstellen? Ja, wir können uns sogar geile Platinen herstellen. Okay. Aber nee, ich glaube nicht, dass ich dann Clip machen würde. Sondern vielleicht nochmal eine Schadensplatine. Nachladen plus einschlagen. Und dann werden wir nochmal hier nachladen. Feuerrate vielleicht? Nee, das ist alles mit einem Minus verbunden. Clip haben wir auch nicht. Nachladen haben wir auch nicht. Dann machen wir mal nachladen. Aber, ah, das können wir alles nicht herstellen, weil wir nicht genug Altmetall haben. Dann nehmen wir mal einen der Feuerrate weg. Komm. So. Dann gucken wir uns Mjölnir mal an. Und sobald der nächste Gegner kommt, testen wir den mal schön aus. Leck mich! Hahaha!
Ist das eine geile Knarre. Und weg! Nur einzig schade ist, dass die Gegner dann davon scheinbar keine Items droppen. Aber ich denke mal so gegen... gegen diese Viecher, gegen diese verseuchten Minenarbeiter-Dinger da, mit den Eispickeln und so, die sehr, sehr nervig werden können, ist das, denke ich mal, genau die richtige Waffe. Oh, ist das Ding geil. Oder gegen sowas. Na komm, steh mal auf. Hab ja noch was. Ach, das ist so ein blöder Kopf geben. Bloß weg. Ja, natürlich, haha, hätte man sich ja auch denken können. Mjölnir ist ja, also der Mjölnir ist ja der Hammer von Thor. Und hätte man sich ja auch eigentlich denken können, dass man mit Mjölnir irgendwie auf eine irgendeine Art und Weise zuschlagen können müsste. Das denke ich mal besonders nützlich so gegen Gegnerhorden und gegen sowas. Da ich besonders bei den Kleinviechern sehr, sehr gerne zuschlage. Ach ja.